Und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich dann irgendwie immer darüber geredet habe und so meinen Frust rausgelassen habe. Und der meinte dann irgendwann so zu mir, hey, lass mal einen Kanal machen, lass mal einen YouTube-Kanal machen, lass mal darüber reden. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah, nee, gar keinen Bock. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Hi, Aljoscha. Eine anspruchsvolle Masterarbeit in den letzten Zügen, viele weitere ambitionierte Ziele im Leben, jede Menge Stress also. Und plötzlich wird unser Gast von einem Menschen aus den USA gebraucht. Für deinen Gesprächspartner war es gar keine Frage, jemandem eine zweite Lebenschance zu schenken. Auch wenn das Timing wirklich nicht perfekt war. Und auch wenn die Spende für eine klitzekleine brüderliche Rivalität gesorgt hat. Aljoscha. Meet Philipp Albrecht. Ich wundere mich jetzt schon ein bisschen. Kannst du mir mal kurz erzählen, wie man, wenn es ums Thema Spende geht, mit seinem Bruder irgendwie Streit hat? Ja, das kommt daher, dass wir beide eine SMS bekommen haben, dass wir eventuell den gleichen genetischen Zwilling haben. Und dann ging es quasi darum, wer jetzt der bessere Bruder ist von uns beiden. Ah! Und wer hat gewonnen? Ich, natürlich. Obviously. Ja, setz dich mal an, lass mal irgendwie darüber quatschen. Oh Gott, nee, aber ernsthaft, wie kam das? Also, dass ihr also zeitgleich eine SMS bekommen habt, habt ihr euch beide irgendwie zeitgleich registriert und... Es war, glaube ich, so, dass die DKMS dann ja einen Patienten hatte, wo dann eine Anfrage, es für den Patienten eine Anfrage gab, dass eine Stammzellspende benötigt wird. Und dann wurde über die Datenbank, wo dann ich und mein Bruder, wurden dann beide als potenzielle Matches identifiziert. Und deswegen haben wir dann beide automatisch wahrscheinlich die SMS bekommen zur gleichen Zeit, dass es halt für diesen Patienten eine Stammzellspende benötigt wird und ob wir uns dann nochmal Blut schicken können, um das weiter typisieren zu lassen. Aber habt ihr euch deswegen, also jetzt ernsthaft, habt ihr euch wirklich gestritten oder war das mehr so eine Diskussion? Wir haben dann, vor allem, wieso hast du gewonnen? Also wir haben so eine Familiengruppe auf WhatsApp und dann habe ich halt einen Screenshot geschickt von der SMS, dass ich halt irgendwie da potenziell als Spender in Frage komme. Mhm. Und dann hat er mir eine Minute später dann das gleiche geschickt, also die gleiche SMS. Krass. Und dann, ja, es war halt dann ganz witzig, dann haben wir halt so gesagt, ja, mal schauen, wer quasi der bessere Spender ist. Und dann mussten wir beide Blut abschicken, so abnehmen lassen, dann zur Untersuchung schicken und dann kam halt am Ende raus, dass ich das bessere Match bin sozusagen. Okay. Genau, also ich habe es nichts irgendwie gemacht, ich habe einfach nur Glück gehabt in der Hinsicht, okay, dass ich dann quasi besser zum Patienten gepasst habe. Ich finde es generell ziemlich spannend, das Thema, ne? Also ich habe irgendwie gefühlt, wie alt bist du jetzt? 24. Ich auch fast. Ich glaube, ich hatte quasi keinen Kontakt mit dem Thema bis zum Medizinstudium. Mhm. Wie bist du überhaupt, also du bist ja jetzt 24, wie bist du überhaupt damit in Kontakt gekommen? Also wie kamst du überhaupt darauf, dich zu registrieren? Ja. Genau, das war so, ich hatte, als ich dann 18 geworden bin, habe ich dann einfach mir überlegt, was kann ich jetzt machen mit meiner Volljährigkeit, außer irgendwie Spirituosen zu kaufen. Und haben wir dann halt überlegt, man könnte ja irgendwie mal was Gemeinnütziges tun, zum Beispiel Blutspenden, was man ja dann mit der Volljährigkeit machen darf, Blutspenden und dann halt auch als Stammzellspender registrieren zu lassen, weil ich halt irgendwie so in dem Biologie-Thema eh schon drin war von vorher. Aber wie, also ich meine, du hast es gerade ja schon gesagt, die meisten 18-Jährigen haben Bock, sich die Birne wegzusaufen. Ja, genau. Das habe ich mit 16 gemacht. Cool. Und dann hat es noch gereicht bis 18 und dann hatte ich noch genug Gehirn, um irgendwie schön, mir zu überlegen. Erstmal die Stammzellen ein bisschen kaputt gemacht. Genau, ja. Aber wie kamst du denn überhaupt, also wie gesagt, ich hätte das nicht mal auf dem Schirm gehabt. Mhm. Wie hattest du das überhaupt auf dem Schirm? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gute Werbung der DKMS. Da irgendwie das. Wurde dir das ausgestrahlt? Ich habe es einfach mal mitbekommen, dass es halt irgendwie. Es waren öfters mal Registrierungsaktionen bei mir in der Heimat, dass für irgendwelche Kinder aus der Umgebung irgendwie Stammzellen gebraucht wurden. Krass. Und dann hat man das halt mitbekommen, dass halt Blutkrebs halt ein Problem ist. Dass es viele Leute gibt, die Stammzellen brauchen. Und dann habe ich halt auch gemerkt irgendwann, dass ich jetzt mit meiner Volljährigkeit quasi dann mich auch registrieren lassen kann, um dann eventuell eines Tages, hoffentlich nicht, aber vielleicht Stammzellen spenden zu müssen oder zu können. So kam das dann quasi. Und genau, ich hatte auch einen ganz coolen Biolehrer in der Oberstufe. Der hat mich so in das Thema so ein bisschen auch reingedrückt mit Krebs und Krebsforschung hat mich dann interessiert und dann habe ich das quasi, war das bei mir auf dem Schirm, aber auch nicht bei allen, glaube ich. Krass. Also du hast gesagt, bei dir war das gar kein Thema, nee, bis zum Medizinstudium. Gar nicht, also ich, und das Spannende ist eigentlich, dass die Schwester meiner Mutter ist an Leukämie verstorben, ja, mit 25,
Das war zwar schon Thema, ich wusste das, ne? Ich konnte das nicht einordnen und ich konnte das auch nicht einordnen in Bezug auf Stammzellspenden oder sowas, aber es kam halt vor in meiner Familie und trotzdem hatte ich keine Berührungspunkte mit dem Thema. Meine Eltern sind beides, also meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Arzt, das heißt, ich komme aus so einer Medizinerfamilie. Und also umso paradoxer noch, ne, dass ich trotz Vorfall, trotz Eltern, bis zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt damit hatte. Erst dann, als ich angefangen habe zu studieren, gefühlt. Ja, also war dir bewusst, dass es Stammzellspenden gibt, so als Behandlungsmethode? Oder? Ja, das ist eine gute Frage, ob mir das bewusst war. Also ich würde sagen, nicht wirklich richtig bewusst, nee. Es war einfach nicht Thema. Ich glaube, vielen Menschen fehlt, es ist ja oft so, ne? Also ich würde sagen, dass die meisten Menschen einfach, egal um welche Themen es geht, wenn es um aktivistische Themen geht, also wenn es darum geht, irgendwie aufzuklären, ein fehlendes Bewusstsein für ein Thema haben. Also, keine Ahnung, ich habe früher jeden Tag Fleisch gegessen, ich habe einen Scheiß auf vieles gegeben, ernsthaft, ich habe wirklich viel auf vieles geschissen. Und es hat sich halt einfach durch ein Thema hat dann irgendwie bei mir angestoßen, dass ich mich anderen Themen öffne. Und es ist aber nur passiert, weil ich mich dann informiert habe oder weil mir Informationen zugetragen wurden. Und wenn ich mir überlege, dass ich als Kind, so wie du auch, von vornherein irgendwie Informationen gehabt hätte, so hey, das ist übrigens total easy, das geht schnell, du kannst damit potenziell Leben retten. Und das ist ja wirklich, ne? Also ich glaube, das Klischee, was viele haben, kannst du ja auch gerne nochmal erzählen, aber man denkt, das ist total, du wirst da irgendwie auseinandergenommen und vielleicht ist die Registrierung auch total kompliziert. Also ich glaube, da gehen so Ängste mit einher, was einfach letztlich auf fehlendem Wissen basiert. Genau. Ja, das ist ja oft so, dass man einfach keine Informationen hat und dann irgendwie vom Schlimmsten ausgeht. Genau, es ist ja so bei der Registrierung, dass man einfach einen Wangenabstrich machen muss. Das heißt, man kriegt einfach so einen... Abstriche machen dürfte jetzt echt kein Thema mehr sein. Genau, also halt nur so die Innenseite der Wange quasi mit so einem kleinen Stäbchen abreiben und das dann abschicken. Also das ist dann schon die Registrierung an sich. Das ist dann schon abgeschlossen und dann die Spende selbst. Das war bei mir zumindest auch sehr problemlos, auch schmerzfrei. Genau, weil das ist ja, bei mir war jetzt eine periphere Stammzellspende, also ist quasi aus dem Blut, dass die Stammzellen aus dem Blut isoliert werden. Soweit ich weiß, auch das, was man am häufigsten macht. Ne? Genau, 90% der Fälle sind über die periphere Stammzellspende, wo dann einfach halt das Blut angereichert wird mit Stammzellen und die dann ähnlich wie so eine Dialyse dann quasi aus dem Blut in die Maschine gehen, denn da werden dann die Stammzellen raus isoliert und dann kommt das Blut in den anderen Arm wieder rein und das dauert dann 3 bis 5 Stunden und danach ist das quasi dann der ganze Prozess erledigt und unkompliziert. Ja, genau. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass Menschen einfach wissen, dass das gar nicht so schlimm ist. Mhm. Haben denn, also jetzt als du, wenn wir jetzt schon dabei sind bei Mythen mit Stammzellspenden, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Gab es Leute, die irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto, oh Gott, reagiert haben, oder? Ja, genau. Also als ich dann die Stammzellspende mich darauf vorbereitet habe, da musste ich mir Spritzen verabreichen. Oh Gott. Genau. Ja, das war auch nicht so schlimm eigentlich. Das waren irgendwie nur 10 Spritzen über 4 Tage. Und habe das dann halt gemacht und danach halt die Stammzellen in die Blutlauf, also um die in die Blutbahn zu bringen, aus dem Knochenmark quasi raus. Und dann habe ich Freunden davon erzählt und Nachbarn und denen gesagt, ja, ich werde bald Stammzellen spenden. Und dann haben viele gesagt, oh ja, dann tut das nicht weh, die gehen doch dann in deinen Rückenmark rein und das ist doch irgendwie auch gefährlich. Und das waren dann halt zum Beispiel jetzt 2 Nachbarn. Und den habe ich dann erklärt, dass es halt einfach wie quasi eine lange Blutspende abläuft. Was ist Blutspende? Genau. Dass es quasi eine lange Blutspende einfach ist, relativ schmerzfrei und dass da auch keine Operation notwendig ist. Und das war dann auch ganz schön. Ich habe dann ein paar Tage später, als ich denen das erzählt habe, habe ich dann von denen einfach nur ein Bild bekommen per Nachricht, wo dann dieses Registrierungsset bei denen angekommen ist. Also die haben es dann auch quasi danach dann registrieren lassen. Ja, das fand ich ganz schön. Haben die quasi beide auch ihren Abstrich gemacht und dann abgeschickt und sich jetzt auch als Stammzellspinner. Du bist jetzt Influencer von uns. Richtig, ja. So. Ich influence die ganze Nachbarschaft, ja. Genau. Sehr gut. Ja. Ja, richtig cool. Ich glaube generell, also was das Thema angeht, gibt es immer noch sehr viele Mythen. Jetzt auch Thema Blutspende und ich als schwuler Mann würde natürlich zum Beispiel auch gerne wissen, ist das bei der Stammzellspende immer noch so? Müssen wir mal dieses Gerät hier fragen. Ivy heißt sie, glaube ich, ne? Ey, Ivy! ich würde gerne wissen, ob hier Thema... Homosexuelle oder queere Menschen, dürfen die zur Stammzellspende gehen? Dürfen die sich registrieren? Wenn ja, seit wann?
Danke, dass wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen mit diesem Mythos aufräumen sehr, können. Sehr gerne. Wir kriegen dazu immer wieder Nachfragen. Also, homosexuelle Männer dürfen sich auf jeden Fall bei der DKMS registrieren und sie dürfen auch Stammzellen spenden. Das wurde leider viel zu spät erst 2014 in den Richtlinien des Zentralen Spenderregisters in Deutschland geändert. Die DKMS hat diese Änderung lange vom ZKRD gefordert und unterstützt. Ja, super. Sehr gut. Ja, wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste nicht, dass ich es... Ich wusste es auch nicht. Ja. Gar nicht. Ja, was mich noch interessiert, wir sind ja beide aus dem Medizinfeld, so in gewisser Hinsicht. Mhm. Ich frage mich jetzt aber, weil ich mag Social Media persönlich gar nicht, also wirklich gar nicht. Also du konsumierst es nicht gerne, oder? Ja, sowohl als auch. Ich mag es auch nicht irgendwie, mich so sehr da öffentlich darzustellen. Ja. Und jetzt meine Frage, warum bist du jetzt auf Social Media? Also wie bist du jetzt vom Arzt zum Sinfluencer geworden? Also erstmal, ich muss mit dem Darstellen, ist echt, ich fand das auch sehr unangenehm. Ich wollte früher sogar eine Zeit lang gar nicht vor die Kamera. Also ich hatte sogar richtig Schiss vor der Kamera. Für mich war das echt so, ich glaube, so mit, ich weiß nicht, Beginn Pubertät vielleicht, naja, eher schon ein bisschen älter. Ich würde sagen 16, 17, 18, da fing das an, dass ich irgendwie Fotos von mir nicht mehr sehen konnte. Und irgendwie immer, wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, Hilfe, wenn ich so aussehe. Und Videos waren noch schlimmer. Und deswegen war es für mich überhaupt gar nicht, also auf meinem Schirm, das jemals zu machen. Das Ganze ist eigentlich losgestoßen worden durch das Thema Veganismus, weil ich dann irgendwann so ein Video zur Tierhaltung gesehen habe und in so eine riesen Trauer- und Frustrationswelle gerutscht bin, weil ich gemerkt habe, boah, ey, wie kann es sein, dass da so viel Scheiße passiert, dass wir so mit diesen Lebewesen umgehen und dass das alles hinter verschlossenen Türen passiert. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich dann irgendwie immer darüber geredet habe und so meinen Frust rausgelassen habe. Und der meinte dann irgendwann so zu mir, ey, lass mal einen Kanal machen, lass mal einen YouTube-Kanal machen, lass mal darüber reden. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah, nee, gar keinen Bock. Richtig unangenehm und dann auch noch so ein Thema, wo Leute uns eh hassen werden. Ja. Und dann haben wir halt irgendwie gedacht, lass uns das irgendwie mal versuchen, mit Humor anzugehen. Also nicht darüber lachen, aber vielleicht über uns selber lachen, ein bisschen einfach versuchen, ein bisschen lockerer zu sein, was ja eigentlich ein super wichtiges und schönes Thema ist. Und dann musste ich mich einfach überwinden. Also du wolltest quasi einfach aktiv werden. Also es war am Anfang tatsächlich nur der Wunsch, aktivistisch zu werden, ja, und über das Thema zu sprechen. Ich hatte so einen krassen intrinsischen Wunsch, darüber zu sprechen, dass ich dachte, ich mache das jetzt einfach. Genau. Und ich habe mir die Videos einfach nie angeguckt. Und so kam das, dass ich irgendwie da reingerutscht bin von, beziehungsweise ja sogar am Ende, bin ich ja sogar in der Netflix-Serie gelandet. Ja. Und muss oft daran zurückdenken, wie krass schwer es mir gefallen wäre. Und wenn mein Ich mit 16, wenn ich dem gesagt hätte, ey, Dude, in, keine Ahnung, fünf Jahren, lass es 5 Jahre sein, in 5 Jahren bist du mal irgendwie auf Netflix irgendwie zu sehen und keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen könnte ich sehen, hätte ich gesagt, ja, geh dir mal die Ohren waschen, mhm, Digga. Also nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Mhm. Deswegen, es fällt mir immer noch schwer manchmal, Social Media, aber ich glaube, man merkt halt einfach, dass es macht halt Spaß, weil es was bewirkt und es hat super viele Schattenseiten, klar. Hat jeder Job. Jeder, ja, Job hat Schattenseiten, ob du jetzt in der Forschung bist oder ob du im Krankenhaus arbeitest oder halt auf Social Media. Alles hat Vor- und Nachteile. Ja. Ich versuche mich halt sehr viel mit dem Thema Aktivismus auseinanderzusetzen. Und ich bin jetzt hier mit dir, rede über diese, ja, ganzen wichtigen Themen und kläre auf und habe gesagt, wie einfach das alles geht, wie wichtig es ist, dass Menschen das machen. Und bin die ganze Zeit, also ich wusste zwar schon von Anfang des Gesprächs, aber ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich registriert bin, ehrlich gesagt. Mhm. Weil, und als ich dann das Telefonat hatte mit dem Kollegen, ich glaube, es war Ivy, und ich dann irgendwie telefoniert habe und meinte, bist du eigentlich registriert? Ich so, ja, ich glaube schon, kann du aber gerne mal checken. Nee, du bist nicht registriert. Ich so, upsie. Mhm. Aber jetzt, nachdem du weißt, wie einfach es ist, willst du dich jetzt quasi registrieren lassen? Ich würde mich jetzt gerne registrieren, ja. Wollen wir dann mal darüber gehen? Machst du mir das? Ich mach dir das. Machst du meine Registration? Mit Handschuhen mach ich dir das, ja. Ja. Okay, let's go. Ich nehme Wasser mit. Sehr gut, machst du es mir jetzt? Nee, lieber nicht. Hast keinen Bock. Ich glaub, das einfach, wenn du das machst. Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, dass du es machst. Nee. Das war nur ein Scherz. Weißt du, was ich nochmal irgendwie, glaube ich, wichtig finde zu fragen, ist, dass, glaube ich, viele Menschen auch denken, naja, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mir das Ding jetzt ins Maul ramme, muss ich dann, also ist das ja quasi, ich zeichne das mit meinem eigenen Blut, dass es keinen Weg mehr raus gibt. Ja. Vielleicht haben die Leute ja auch Angst. Ja, das ist okay. Du so, ja. Ja. Also Blut gibt es hierbei erstmal nicht, das kommt später. Aber genau, das ist halt eben nicht der Fall. Also du kannst zu jeder Zeit, auch wenn du dann als Spender identifiziert wirst, also als
Match, kannst du zu jeder Zeit sagen, dass du es nicht machen möchtest, dass du deine Meinung geändert hast und dass es quasi nichts Verpflichtendes ist, das Ganze hier. Also cool. Du kannst. Also es natürlich wäre schon ein bisschen arschig, muss man sagen. Es wäre schon cool, wenn du es machen wollen würdest, aber. Genau, weil also am Ende ist natürlich auch echt ein Leben damit verbunden so, aber ich glaube, dass trotzdem vielleicht viele Menschen das nochmal irgendwie entlastet, wenn man weiß, dass es jetzt nicht irgendwie was Verpflichtendes und man hat immer irgendwie Bedenkzeit, theoretisch gesehen. Ich wusste es natürlich auch schon, ich wollte einfach nur, dass du es nochmal erzählst. Ja, genau. Weil ich höre dir sehr gerne zu. Ach, danke. Sehr gerne. Das ist nett. Ja, gut, guck mal, also man kriegt dann hier so ein Gerät geschickt, ne? Ich habe gehört, es gibt auch noch einen Schlüsselanhänger dazu, das für mich alleine reicht als Grund tatsächlich schon. Sammel Schlüsselanhänger. Stimmt nicht. Mund auf gegen Blutkrebs. Und dann steht hier, also hier sind so drei Stäbchengeräte drin und dann ist hier relativ genau eine Beschreibung drin und es ist easy, also drei Stäbchen, einmal rechte Seite, einmal linke Seite, einmal irgendwie Rest des Mundes, jeweils 60 Sekunden und dann trocknen lassen. Zwei Minuten. Genau. Ich mach das jetzt einfach mal, ne? Mach das mal. Genieß die Show. Prost. Das ist ein bisschen wie Zähneputzen auch. Also. Hallo. Gut, wo lege ich das jetzt zum Trocknen hin? Einfach hier drauf? Genau, einfach drauf, ja. Ja, und das jetzt trocknen lassen. Jetzt du hast es selber gemacht, ne? Genau, auch? Ja. Ja. Meine Eltern nicht haben das. Freundin? Nee, das, da gab es sie noch nicht. Ach so. Also gab es sie schon. Schon geboren, aber noch nicht meine Freundin. Genau. Ja, nicht schlecht. Ja, das habe ich dann zu Hause gemacht. Meine Eltern auch, alle gleichzeitig quasi. Echt? Das Kit bestellt. Ja, das war ganz witzig, dann haben wir dann alle das am gleichen Tag zusammen gemacht. Richtig. Also nicht jetzt die jetzt nicht getauscht oder so, jeder sein eigenes, aber halt dann am gleichen Tag abgeschickt. Finde ich schön, manche Leute machen Familienpicknick, ihr macht Familienmundgesabbel. Genau, Mundgesabbel, ja, das haben wir gemacht. Naja, aber cool, also cooles Vorbild als Familie auf jeden Fall. Mhm. Wie angenehm ist es, mit mir so zu reden? Ja, toll, das ist echt schön. Schmeckt's? Super. Ja. Ja. Nee, tatsächlich ist geschmacksneutral. Wäre auch nochmal jetzt mein Pitch an die DKMS, dass man das vielleicht noch in Geschmacksrichtung Waldmeister und Erdbeere rausbringt. Nur als Idee. Ihr könntet das noch eine Idee. Ich sollte bei der Hülle des Löwen irgendwie mich mal bewerben mit Ideen. Noch eine Idee wäre, dass man ein Bleaching-Kit damit einbaut und sich einfach parallel die Zähne bleacht. Ja, und das Zahnfleisch auch direkt. Ja. So wie du das ist keine gute Idee tatsächlich, weil das Zahnfleisch ist, sollte man nicht bleachen. Nee. Finde ich gefährlich, dein Vorschlag. Und auch ein bisschen fahrlässig. Ja. Meine Idee war deswegen, gut. Deswegen, ich bin auch kein Influencer. Genau wegen so Sachen. Das ist der Grund, warum du kein Influencer bist. Genau, ist gefährlich. Jetzt müssen wir 2 Minuten warten. Alles klar, dann warten wir jetzt 2 Minuten. Genau. Also das ist total easy als beschriftet hier. Und ich mache jetzt einfach nur den Umschlag zu. Warte, muss ich manchmal richtig reinmachen. Ein bisschen feucht ist es noch. Das sollte natürlich eigentlich nicht der Fall sein. Und dann kann man das Gerät wegschicken. Und dann kann man im Zweifel wie du jemandem das Leben retten. Genau. Ja. Und genau, und seinem Bruder zeigen, dass man der bessere Spender ist. Und das sollte für viele Menschen auch natürlich ein Motivator sein. Ja. Wir wollen Konkurrenzdenken in Deutschland fördern. Sehr gutes Beispiel, Philipp. Mit gutem Beispiel voraus. Ja. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön für das nette Gespräch. Mhm. Danke. Aber ernsthaft, danke. Also danke fürs Gespräch, aber auch echt richtig cool, finde ich, dass du das gemacht hast. Nicht das Gespräch jetzt mit mir, sondern dass du dass du dir irgendwie Einverständniserklärung, dass du mit mir ein Gespräch führst. Nein, dass du das mit 18 Jahren schon gemacht hast und dass du dir so früh schon Gedanken darüber gemacht hast, über so ein wichtiges Thema. Damit warst du auf jeden Fall schon mal weiter als ich. Bist auch immer noch weiter als ich, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Genau, wir haben jetzt ja eigentlich über die letzten, ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben, aber sehr lange, sehr viel geredet. Wir hatten vielleicht auch ein paar lustige Gespräche, gelernt, dass viele der Vorteile, die wir haben, gar nicht stimmen. Dass es einfacher ist, als wir denken, dass es kostenlos ist, dass wir eigentlich keinen wirklichen Aufwand haben, dass es nicht wirklich schmerzhaft ist. Und das Wichtigste, und das, glaube ich, verkennen wir oft, und das ist auch total leicht, das zu vergessen, weil wir in einer Welt leben, die es uns so leicht macht. Es gibt Social Media, es gibt die ganze Zeit draußen Sachen, die passieren. Und wir vergessen, glaube ich, was für eine Bedeutung so eine kleine Aktion für Menschen hat, denn am Ende können wir Leben retten. Und das hört sich immer so dramatisch an und so krass an und als ob ich irgendwie so einen Oprah Winfrey-Moment habe. Aber am Ende des Tages ist es genau das. Wir können wirklich Menschenleben retten. Und das kann man irgendwie nicht oft genug sagen und nicht oft genug betonen, vor allem, wenn man bedenkt, wie leicht es ist. Deswegen mein Appell jetzt nochmal an alle da draußen, seid mehr wie Philipp. Philipp ist cool. Ich bin nicht so cool. Ich habe es erst jetzt gemacht, aber jetzt bin ich auch cool. Insofern, ich würde mich total freuen, wenn mehr Menschen versuchen, den Schritt zu machen, diesen kleinen Schritt, der wirklich sehr, sehr viel bedeuten kann. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit. Nee, das ist was anderes. Aber egal, es ist auf jeden Fall total, total wichtig. Und ich hoffe, dass dieses Video Menschen erreicht und dass das vielleicht auch geholfen hat, mit ein paar Klischees aufzuräumen.
und euch motiviert, Leben zu retten. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir haben ja ganz schön viel geredet heute. Auf jeden Fall noch ein paar wichtige Infos. Ich war selber sehr lange auf dem YouTube-Kanal unterwegs und ich weiß, wie wichtig es ist für einen Kanal, für die Message, erst recht, wenn es um so gute Sachen geht, ein Like dazulassen, ein Abo dazulassen und einen Kommentar dazulassen. Das pusht den Algorithmus. Und wenn Kanäle coole Sachen machen, dann finde ich, kann man das auch supporten und das wäre mega, wenn ihr das macht. Außerdem noch Informationen. Hier oben links zeigt Philipp euch meine Assistenz. Dankeschön, Philipp. Da könnt ihr theoretisch gesehen, auch wenn das beste Video auf dem Kanal ist, das zweitbeste Video auf dem Kanal sehen. Okay, wow. Und auf der anderen Höhe, etwas weiter drunter, eine Etage drunter, könnt ihr direkt zum Kanal kommen, der DKMS, oder auch euch registrieren, wenn ihr wollt, was ihr solltet. Haben wir ja schon geklärt. Und wenn ihr noch weitere Informationen oder unser gesamtes Gespräch in voller Länge hören möchtet, dann geht's hier zum Podcast. Lohnt sich. Wir haben sehr viel geredet.